Hi, ich bin's wieder, Janine, und ich melde mich mit dem zweiten Teil meines Hauls zurück. Ja, ich habe dir im ersten Teil schon so ein bisschen was gezeigt, aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, sondern es geht weiter mit einem Beauty-Haushalts-Duft-Haul. Es ist von allem wieder alles dabei und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dranbleiben würdest. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß mit dem Video. Übrigens lohnt es sich, dran zu bleiben, weil ich ein paar wirklich tolle Sachen gekauft habe. Wie auch im ersten Teil würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest, um keines meiner Videos mehr zu verpassen. Wie im ersten Teil beginnen wir auch hier im zweiten Teil mit meinem persönlichen Highlight, und zwar ein Duft. Ich habe von Kylie Jenner den Cosmic Duft gekauft. Ja, es hat wehgetan, es hat meinem Geldbeutel wehgetan, sowohl der erste Teil des Hauls, aber auch dieser Teil, und das war nicht so günstig. Ich habe es ja im ersten Teil schon erzählt, ich war an diesem Tag bei Douglas zufällig, habe an diesem Billie Eilish Duft gerochen und an dem. Und auch hier bei diesem Kylie Jenner Duft war so, ich habe zwar mitgekriegt, dass da irgendwas gelauncht wurde, aber ich bin ehrlich, wenn irgendwas gehypt wird oder eine Persönlichkeit irgendwas rausbringt, bin ich erstmal so, wo ich Abstand nehme. Weil der Duft ist nicht günstig und mir gefällt auch nicht alles von Kylie, muss ich halt ehrlich sagen. So, ich nichts erwartet dran gerochen, war total begeistert. Im Vergleich zu diesem Billie Eilish Duft, den ich dir im ersten Teil gezeigt habe, riecht der zwar auch irgendwie vanillig, aber irgendwie so, ich weiß nicht, das ist schon so ein besonderer Duft. Der hat auch ein bisschen was Orientalisches, aber was Süßes, aber irgendwie was Sanftes, was Hölzernes, was Süß. Ich kann es nicht beschreiben. Und ich habe mir den so aufgesprüht und denke mir, sag mal, irgendwie riecht man ja überhaupt nichts. Und dann, wo ich so ein bisschen rumgelaufen bin in dieser Douglas-Filiale, habe ich nochmal an mir gerochen und erst dann, einige Zeit später, hat sich dieser Duft entfaltet. Normalerweise ist es so, ich möchte einen Duft aufsprühen, ich möchte ihn jetzt riechen. Und bei diesem Cosmic-Duft ist es so, dass der sich irgendwie erst mal setzt. Also irgendwie riecht man nicht gleich was, sondern der setzt sich und dann riecht man was und der entwickelt sich auch. Und ich bin ja eigentlich auch nie so verlegen, Düfte zu beschreiben, auch wenn viele sich wundern, wie ich manchmal so Düfte beschreibe. Aber der Duft, den kann man irgendwie nicht beschreiben. Ich weiß nicht. Also das ist irgendwie ein unbeschreiblicher Duft, aber gut. Dann habe ich, wir switchen kurz mal zu Haushalt. Also ich habe mir die Sachen hier aufgestellt. Ich nehme es, wie es kommt. Von Denkt mit, der Weichspüler. Farb- und Fasernschutz aus dieser Seacoast Limited Edition. Das hat mich einfach angesprochen, einfach aufgrund des Designs. Und es sieht so schön aus. Wie riecht der denn überhaupt? Ich hoffe, der riecht so sanft. Ja, der riecht sehr, sehr sanft. Der riecht so ein bisschen seifig, sanft, sauber. Gefällt mir gut, aber es kommen noch Weichspüler. Und dann habe ich mir noch gekauft aus dieser gleichen Limited Edition das Waschmittel. Und auch hier muss ich sagen, wie schön ist dieses Waschmittel. Ich möchte nur noch mit diesem Waschmittel waschen, egal wie gut oder schlecht es ist. Also es ist ein Vollwaschmittel. Vollwaschmittel benutze ich sehr gerne, um sowas zu waschen wie Handtücher oder Bettwäsche, weil das einfach von der Waschkraft ein bisschen stärker ist als Colorwaschmittel. Aber das ist so schön aufgemacht, das ist wirklich schön. Dazu habe ich auch mal einen Shot gedreht gehabt, ich glaube, der ist nicht mehr online. Ja, also egal wie das Waschmittel ist, ich will es verwenden. Wir gehen weiter in der Drogerie. Ich habe mal so geguckt, welche Produkte es von Manhattan aktuell gibt, weil mein meine Videoreihe, die geht weiter mit Manhattan. Da habe ich das 3-in-1 Easy Match Make-up gekauft und bin gespannt, wie das funktioniert. Übrigens, wie im ersten Teil auch schon gesagt und in jedem anderen Video, wenn du Erfahrung hast mit den Produkten, lass es mich gerne unten wissen. Und wenn du keine Erfahrung hast mit den Produkten, würde ich mich trotzdem sehr über einen Kommentar freuen. Fishing for Kommentare. Und Likes und was auch immer. Dann habe ich mir noch gekauft, ebenfalls von Manhattan, und den mag ich gerne. Und ich hoffe, dass der noch so ist, wie ich ihn, wie ich ihn in Erinnerung habe. Sprechen müsste man können. Von Manhattan, der High Shine Lip Gloss in
der Farbe 52N. Die haben ja von Manhattan jetzt nicht irgendwelche Namen, sondern so Beschreibungen, also keine Ahnung, 52N halt. Und schade, dass die keinen Namen haben. Diese Lipglosse, boah, die riechen so wie, kennst du diese Hitchies, diese Kaubonbon-Dinger? Und so riechen die ultra süß, ultra künstlich. Aber diese Lipglosse, ich habe die noch sehr gut in Erinnerung, dass die nicht so bappen. Da sind wir gespannt. Wie auf so ziemlich alles hier, was ich gekauft habe. Dann von Manhattan, der Wonderlust Eyeshadow Stick. Ich hatte jetzt, wenn ich ehrlich bin, von Manhattan nicht so die Lust auf eine Lidschattenpalette und habe mal geguckt, was die sonst noch so haben. Und dieser Stick sieht doch schon mal ultra interessant aus. Ich hoffe, du siehst die Farbe. Das ist so ein changierendes Grüngold. Oh, ich glaube, das sieht richtig gut aus auf meinen Augen. Also ich plane morgen das Video zu drehen. Ich meine, du siehst ja, die Videos immer sowieso zeitversetzt. Aber ich glaube, da habe ich richtig Spaß dran. Dann geht es weiter vom neuen Catrice Sortiment. Das könnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Den Space Glam Liquid Chrome Eyeshadow. Das ist hier dieser goldene, aber ich habe gesehen, dass der wohl eher so grünlich schimmernd sein soll. Haben wir eine Farbe? Das ist die Scan Me. Nee, Scan Me ist wohl eher nicht die Farbe. 8030 Galactic Glamour. Cool. Da bin ich ja mal richtig gespannt, wie die funktionieren. Und ein Lipgloss, das ist, glaube ich, so mein Highlight aus der neuen, aus dem neuen Sortiment. Das Max It Up Lip Booster Extreme Plumper Lipgloss. Die Farbe ist doch mega besonders, oder? Also ich hoffe nicht, dass die Farbe deckend ist. Ich glaube es nicht. Ich glaube, das hinterlässt einfach nur so einen Glitzer. Und ich zeige dir mal den Applikator. Das glitzert schon, ne? Aber jetzt wird mir erstmal bewusst, dass da so ein Plump-Ding ist. Da bin ich mal gespannt. Ich mag das ja normal nicht so Plump-Zeug. Eine Haarmaske habe ich gekauft von Garnier aus der Wahre Schätze-Reihe. Die 1 Minute Haarkur. Kokos, Milch und Macadamia für trockenes bis sehr trockenes Haar. Da gab es eine Gratis-Testen-Aktion, wer das nicht kennt, und das würde ich sehr empfehlen. Also Gratis-Testen, da kann man gucken, es gibt verschiedene Seiten, da kann man sich informieren. Manche Hersteller bieten Gratis-Testen an, dass du ein Produkt kaufst, den Kassenzettel einscannst oder eingibst oder hochlädst und dann kriegst du für diese Produkte, die halt jetzt gerade aktuell eine Aktion haben, dein Geld zurück. Und das war auch hier mit dieser Maske. Die riecht so gut. Oh, die riecht nach Kokosnuss und so nussig, so süß, nussig, honigmäßig. Also da freue ich mich ja drauf, das muss ich wirklich sagen. Und das mit dem Gratis-Testen kann ich wirklich empfehlen, weil so lernt man Produkte kennen. Für 0 Euro, sofern es funktioniert, je nachdem, wie halt der Run auf diese Aktion ist. Aber das kann ich halt wirklich empfehlen. Und ich hätte mir die Kokos Milch Macadamia wahrscheinlich jetzt so nicht gekauft, aber durch diese Aktion, da lernt man halt immer neue Produkte kennen. Ja, das war das Wort zum Sonntag oder welchen Tag auch immer wir haben, je nachdem, wenn ich das Video hochlade. Dann geht es weiter mit einem auch im ersten Teil gezeigten Toilettenspüler. Und zwar ist das der WC-Ende-Toilettenspüler in der Duftrichtung Lavendel. Im ersten Teil habe ich den gezeigt mit der Minze. Jetzt zeige ich den mit Lavendel. Ich habe halt zugeschlagen. Ich brauche halt Toilettenspüler. Und ich mag die sehr, sehr gerne. Ich finde die nicht so wässrig, wenn man diese aufträgt. Die halten auch mal unter dem Toilettenrand. Das kann einwirken. Da kann man putzen. Finde ich toll. Weiterhin gekauft ein Produkt aus dem Bereich Beauty von Too Faced, die Popcorn Balls Lidschattenpalette. Diese Lidschattenpalette war bei Douglas im Ausverkauf. Ich glaube, ich habe 8 oder 9 Euro bezahlt und die Palette hat diese Farben. Ich kann da einiges schminken. Wir haben hier einen Rosé-Goldner Ton, der hat mich natürlich am meisten angelacht. Oder hier so ein Pumpkin-Ton, also da bin ich auch mal gespannt, wie die so performt. Ich finde die großen Paletten, die es immer zu Weihnachten gibt oder so, sehr, sehr gut pigmentiert meistens. Ich habe jetzt von Too Faced auch eine kleinere Reihe aktuell im Test, die Kitty Likes to Scratch. Palette, das ist so eine Nude-Palette, die finde ich aber so eigentlich gar nicht mal so gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, aber mal gucken, was die so kann. Und ich meine, das ist, glaube ich, die LE vom letzten Jahr gewesen. Keine Ahnung, die Farben kann ich jetzt auch noch tragen oder in 5 Jahren. Ist aber eine schöne Palette. So, dann noch zwei Weichspüler, die ich gerne zeigen möchte. Von Kuschelbeich, der Luxury Moments Geheimnis Weichspüler. Genau. Ich habe dir im ersten Teil diesen anderen gezeigt, diesen goldenen. Und der riecht, ja, der riecht schon eher nach Weichspüler. Der goldene hat so gerochen, wie wenn du in eine Parfümerie gehst und 5 betuchte Damen so beieinander stehen. Jeder hat ein hochpreisiges Parfüm an sich und der riecht jetzt eher so nach mir, würde ich sagen. Dann habe ich noch den Leidenschaft Weichspüler. Der passt zu mir, oder? Nee. So, mal gucken. Ja, der riecht eher so ein bisschen weicher, so ein bisschen cremiger. Also vom Geruch gefällt mir der blaue am besten. Ja, das waren die anderen Produkte, die ich dir im ersten Teil noch nicht gezeigt habe. Wie gesagt vorhin, ich würde mich sehr, sehr über Austausch freuen, falls du die Produkte kennst. Und wenn du die Produkte nicht kennst, freue ich mich trotzdem über Austausch. Ich beende das Video an dieser Stelle und würde mich sehr, sehr über ein Däumchen nach oben, über einen Kommentar, über ein Abo und so weiter und so fort freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hab einen schönen Tag.